herzlich willkommen zum Krypto-Advent, zum ersten Vortrag heute. Mir ist letztens da halt mal so aufgefallen, Plattenkrypto will man da eigentlich sehr häufig mitmachen. Und dementsprechend ist mir auch mal so ein Tool in die Hand gefallen, was das eigentlich ganz angenehm macht. Und das wollte ich heute einfach mal ganz kurz mit vorstellen. Mich kennen wahrscheinlich viele Leute hier schon. Ich beschäftige mich normalerweise mit Software, IT-Sicherheit, Krypto und dem ganzen Rest. Wobei bei Krypto halt Verschlüsselung, nicht dieses andere Zeugs. Warum das Ganze? Meistens, weil es geht, ansonsten aber auch, weil man Datenträger eigentlich verschlüsseln sollte, aus verschiedensten Gründen. Und insbesondere, wenn man mobile Datenträger hat, ist es halt relativ gut, wenn die halt mal irgendwie in falsche Hände kommen, dass dann nicht die Daten sofort lesbar sind. Dementsprechend hilft es dann schon, wenn man dann einen entsprechenden Layer hat, dass die Daten einfach verschlüsselt auf dem Datenträger abgelegt sind. Gründe sind, wie gesagt, zum einen Schutz vor unbefugtem Zugriff dort, aber auch zum Beispiel, wenn man personenbezogene Daten hat, dann genießen diese Daten ja durchaus einen Schutz vor Weitergabe und Ähnlichem. Und gerade wenn man mit solchen Daten dann hantiert, ist die Verschlüsselung von dem Datenträger, auf dem die gelagert werden, durchaus nochmal eine extra Ebene, die halt den Zugriff durch Unbefugte halt dort entsprechend absichert. Außerdem kann es, je nachdem mit welchen Daten man auch hantiert, also unabhängig jetzt von privaten Daten, sondern auch mit Geschäftsdaten, kann es durchaus auch gesetzliche Anforderungen geben, die dort dafür sorgen, dass man Daten eigentlich nicht unverschlüsselt irgendwo vorhalten darf. So, und ganz zu guter Letzt kann auch Paranoia durchaus ein Grund sein, warum man seine Daten jetzt nicht unverschlüsselt irgendwo rumliegen haben möchte. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man Daten verschlüsselt ablegt. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass man einzelne Dateien nur verschlüsselt. Wenn man zum Beispiel irgendwo eine Datei an jemand anderen übertragen will, dann ist es meistens sehr unpraktisch, da eine komplette verschlüsselte Festplatte durch die Gegend zu schieben. Und dementsprechend gibt es da halt in sehr vielen Archivprogrammen durchaus die Möglichkeit, die Daten dort in das Archiv nur verschlüsselt abzulegen. Das andere, was viele hier kennen werden, ist OpenPGP oder die entsprechende Implementierung GnuPG von diesem Standard. Die ist halt für Sachen, wenn man vom Empfänger den Schlüssel kennt, recht praktisch, von der Kommandozeile her, aber gut, so gut wie unbedienbar, wenn man jetzt nicht gerade das regelmäßig benutzt. Auch OpenSSL, was normalerweise halt verwendet wird, um Daten jetzt mit TLS verschlüsselt übers Netzwerk zu schieben, hat die Möglichkeit, auf der Kommandozeile Daten zu verschlüsseln und auch wieder zu entschlüsseln. Ist aber noch unpraktischer als PGP üblicherweise und ist auch eher ein Randfall in dem Kommandozeilentool, was eigentlich eher fürs Debugging von OpenSSL gedacht ist. Das letzte Werkzeug, was in dem Kontext vielleicht erwähnt werden sollte, ist AGE oder AGE, was von einem der Mozilla-Entwickler dort entwickelt wurde, um halt wirklich nur diesen Anwendungsfall, ich möchte eine Datei verschlüsseln und ich möchte sicher gehen, dass sie auf dem Weg, bis ich sie wieder entschlüssel, halt nicht manipuliert wurde. Neben einzelnen Dateien verschlüsseln, kann man natürlich auch ganze Ordner verschlüsseln, was unter Linux durch das File System in User Space oder kurz Fuse typischerweise realisiert wird. Fuse selber ist erstmal nur eine Kernel-Erweiterung, die halt Funktionalität bereitstellt, aber darauf aufbauend gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Implementierungen, die halt ein verschlüsseltes Dateisystem bereitstellen. Die meisten werden wahrscheinlich EncFS kennen, was bei einigen Ubuntu-Versionen als Default für die Verschlüsselung vom Home-Verzeichnis mal verwendet wurde. Wie man unten in den Fußnoten somit sieht, entweder gibt es keine Security-Audits zu diesen Tools oder sie sind nicht sehr gut ausgefallen, meistens mit sehr vielen Sicherheitslücken drin.
Dementsprechend ist Fuse halt nicht wirklich eine Option, wenn man die Daten auch langfristig vor einem Angreifer schützen will, der mehr oder weniger Zugriff auf das eigene System halt kriegen kann. Dementsprechend gibt es die Möglichkeit, dort Containerdateien anzulegen. TrueCrypt und VeraCrypt sind da halt zwei Werkzeuge, die in der Richtung sehr bekannt sind. Und TrueCrypt ist der Vorgänger von VeraCrypt so ein bisschen. Wobei TrueCrypt halt auch relativ gut sich selber irgendwann mal abgeschossen hat, weil ja, da weiß man nicht, was da genau jetzt vorgefallen ist, um mit dem Tool, weshalb eigentlich gesagt wird, sollte man nicht mehr verwenden. TrueCrypt selber hatte aber auch in der Kryptografie, was die dort verwenden, eine Reihe von Schwächen, die in dem Rahmen von dem Audit, was es dazu gab, halt auch bei VeraCrypt zum Beispiel mit gefixt wurden. Beispielsweise, wenn man ein Passwort eingegeben hat, war der daraus generierte Schlüssel halt viel zu leicht zu bruteforcen, weswegen VeraCrypt da einige zusätzliche Mechanismen zum Beispiel eingebaut hatte. Zu guter Letzt kann man natürlich auch komplette Volumes, also Partitionen oder auch ganze Laufwerke dort verschlüsseln. Da gibt es im Prinzip zwei wesentliche Sachen. Einmal die mCrypt selber, was im Kernel einfach nur ein Interface ist, um dort über den Device Manager halt ein Block-Device halt transparent zu verschlüsseln. Oder aber halt Lux, was neben den reinen Verschlüsseln auch noch eine Reihe von Verwaltungsinformationen zusätzlich mit einbaut und ein standardisiertes Format auf dem Datenträger dort erzeugt, so dass halt man nicht nur einen einzelnen Schlüssel zum Verschlüsseln hat, sondern bei Lux halt mehrere verschiedene Passwörter genutzt werden können zum Entsperren von dem Laufwerk und mit diesen unterschiedlichen Passwörtern dann der eigentliche Masterschlüssel dort entsperrt wird. So, was haben wir also, wenn wir jetzt so ein Tool uns anschauen wollen, was wir verwenden wollen? Nachprüfbare Sicherheit. Dann, man sollte vielleicht so einen verschlüsselten Bereich anlegen können. Wäre ganz gut. Man sollte den auch einbinden können, dass man den halt auch nutzen kann, die Daten, die man da verschlüsselt ablegen möchte. Man sollte den auch abmelden können, sodass halt auch sichergestellt ist, dass alle Daten, die ich reingeschrieben habe, auch zuverlässig geschrieben sind, bevor ich da das Volume entferne. Und ich sollte vielleicht ein bisschen Schlüsselverwaltung machen können, sodass, wenn ich weiß oder vermute, dass ein Passwort kompromittiert wurde, ich dieses Passwort einfach mal auch ändern kann, sodass es nicht weiterhin gültig ist und nicht mehr verwendet werden kann, um die Daten zu entschlüsseln, sondern ich dann das austauschen kann gegen Neues. Außerdem ist es manchmal ganz gut, wenn man nicht nur ein Passwort hat, sondern mehrere Passwörter dort sich eintragen kann. Beispielsweise, wenn ich ein Backup-System habe, dann möchte ich meine Backup-Platte dort durchaus verschlüsselt vielleicht ans System anstecken, aber ich möchte nicht das Passwort, was im Backup-System hinterlegt ist, an anderen Stellen großartig umherschieben. Dementsprechend, wenn ich da unterschiedliche Passwörter für diese Szenarien setzen kann, ist es durchaus sehr praktisch. Und was halt ganz wichtig ist, wenn dieser Kopf dort beschädigt wird, wo diese Informationen drinstehen, um das Passwort oder die Daten wieder zu entschlüsseln, dann möchte ich die Daten ja trotzdem noch irgendwie wiederherstellen können. Und daher ist halt ein Backup dieser wichtigen Informationen halt auch durchaus ein Key-Feature in so einer Anwendung. Ja, und am Ende, manchmal will man Datenträger dann auch entfernen aus der eigenen Produktivumgebung und dann sollten die Daten, die da drauf sind, natürlich auch sicher gelöscht werden können. So, und das Tool, was mir in dem Zusammenhang halt aufgefallen ist, Clicky Buddy wäre auch manchmal nicht schlecht, weil Kommandozeile wollen wir ja alle nicht so wirklich haben. Das ist manchmal sehr anstrengend, wenn man nachgucken muss, wie waren jetzt die Optionen für änder mal bitte das Passwort von dem dritten Passworteintrag von dem alten Passwort aufs neue.
ist es anstrengend, grafische Oberfläche schadet da halt nicht so ganz. So. Das Tool, was mir da aufgefallen ist, ist Zulu-Crypt. Das ist in den Paketquellen dort von Ubuntu mit enthalten. Es gibt dazu halt auch eine CLI-Variante, was halt nur das Kommandozeilen-Interface ist. Mit der grafischen Oberfläche zeige ich dann aber nachher auch gleich noch eine Demo. Hab da was vorbereitet. Der Autor von dem Tool empfiehlt durchaus aber auch, das Tool im Zweifel aus den Quellen selber zu übersetzen, weil in den Distributionen teilweise einige Sachen mit den Permissions da komisch geregelt sind, weshalb das dann in den Varianten, die er dort anbietet, halt dieses Problem nicht auftritt, dass man noch zusätzlich extra Passwörter eingeben muss, obwohl nicht benötigt. So, verschlüsselten Bereich anlegen, Tool starten, dann Container auswählen, dass man neues haben möchte, Laufwerk auswählen. Klingt logisch. Dann einhängen, ist sogar ganz einfach. Man kann da einfach hergehen und steckt den Datenträger zum Beispiel einfach ein. Mache ich mal. Habe hier einen USB-Stick. USB-Port treffen. Und wenn man dann sieht, jetzt fragt er mich nach dem Passwort. Und wenn ich das Passwort eingebe, dann würde er mir das sofort entsprechend mounten. So. Abbrechen. So. Zweite Möglichkeit ist, man kann Zulu-Crypt dann dafür verwenden und dann in Zulu-Crypt einfach sagen, hier, tu mir dieses Volume mal bitte jetzt einhängen. Aber typischerweise braucht man Möglichkeit 2 nicht, weil die meisten aktuellen Distributionen bringen nämlich genau das, was ich jetzt gerade gezeigt hatte mit dem USB-Stick, von Haus aus schon mit. Und dementsprechend tut die Desktop-Umgebung typischerweise den Automounter starten, der fragt nach dem Passwort und dann hat man den Rest schon komplett erledigt. Abmelden geht genauso einfach. Man hat auf den im normalen Desktop-Manager ja eher dieses Laufwerk sicher entfernen und in dem Bereich kann man einfach draufklicken und dann wird es ausgehangen und ist auch sicher abgemeldet. Oder man macht das Ganze auch über Zulu-Crypt mit. So, Schlüsselverwaltung geht im Tool, zeige ich dann auch gleich. Und Datenträger löschen, da gibt es die Variante, man kann entweder das Passwort vergessen. Die heutige Verschlüsselung ist da sicher genug, was das angeht. Man sollte dann aber auch sicherstellen, dass wenn man das Passwort vergessen hat, man auch das Backup von dem Volume-Header entsprechend sicher vernichtet, weil über diesen Volume-Header kann man die Sachen nämlich auch wiederherstellen, weil da der Master-Schlüssel halt drin steht. Möglichkeit 2, Zulu-Crypt bietet da direkt einen Menüpunkt dafür. Und Möglichkeit 3, man kann die Daten entsprechend mit DD oder irgendeinem anderen Tool, was direkt auf den Datenträger schreibt, einfach so weit überschreiben, dass der entsprechende Kopf und die ganzen Daten vom Datenträger halt einmal durch Nullen oder durch Zufallsdaten oder was auch immer ersetzt sind. So, dann also zur Demo. Nehmen wir einfach mal einen leeren Datenträger. Das habe ich auch entsprechend mit. Leerer USB-Stick, so wie man ihn kennt. Schmeiß weg. Und wenn man den jetzt dann entsprechend anmeldet, dann taucht er hier auf, ist jetzt wie komplett auch leer. Und wenn man dann entsprechend schaut, Zulu-Crypt, dann fragt er, da ich jetzt hier das Distributionspaket habe, entsprechend nach dem Passwort von mir. So. Und dann kann ich hier entsprechend in einem Laufwerk das entsprechend anzeigen und
Da sieht man, da führt er jetzt erstmal alles, was irgendwo im System vorhanden ist, dort mit auf. Problem ist aber manchmal, dadurch, dass der jetzt vom System angemeldet ist, findet SudoKrypt den nicht, weshalb man da einmal in gparted rein muss. Da kann man auch dann einmal sicher gehen. SDC ist genau dieser USB-Stick. Exfat heißt auch so, wie man haben will. Tu den einmal abmelden. Und wenn man dann in SudoKrypt das nachguckt, dann taucht er dort üblicherweise mit auf. Da haben wir jetzt hier SDC1. Warnt mich jetzt, dass alle Daten, die auf dem USB-Stick sind, jetzt auch entfernt werden. So. Also fragt jetzt kurz nach, ob er den USB-Stick einmal komplett mit Zufallsdaten überschreiben soll oder ob das halt komplett ausreicht, wenn er einfach nur dieses verschlüsselte Volume dort, die Sachen, was er eh schreiben muss, dort macht. So. So, und jetzt, während er den unteren Schritt halt ausführt, irgendwie hängt er heute. Also manchmal ist es wirklich ein bisschen haktig, das hängt aber auch damit zusammen, dass er im Hintergrund viele Sachen dort jetzt noch mit tut. Und natürlich auch schönerseits gerade nicht erlaubt mir da im anderen Dialog zumindest die Sachen schon mal vorzubereiten. Das ist ein bisschen das, was an dem Tool einmal hakelig ist, wenn man es dann konfiguriert. Ansonsten hat man aber wirklich die Sachen, diese Passwortphrasen und die ganze Verschlüsselung einzustellen, dort entsprechend direkt im grafischen Tool drin. Wir können ja im Zweifel einmal schauen, ob Fragen in der Zwischenzeit mitkamen. Okay. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar wollte ich mal wissen, aber der funktioniert auch mit TrueCrypt-Containern, ne? Der funktioniert mit TrueCrypt. Ja. Das ist das Interessante bei SudoKrypt. Der kann sowohl TrueCrypt, VeraCrypt als auch Lux verarbeiten. Es gibt wohl auch interne Anbindungen für die 5 aufgezählten Fuse-Dateisysteme, mit denen kommt er auch zurecht. Also man hat im Prinzip so ein Programm, wo für eigentlich alle gängigen Verschlüsselungstools das in einer Oberfläche so ein bisschen kombiniert ist. Jetzt sind wir hier soweit. Jetzt kann ich hier auch festlegen, entweder Key, das ist ein ganz normales Passwort. Ich kann aber auch eine Datei festlegen oder aber entsprechend Key und Key-File, dass ich halt ein Passwort eingeben muss und eine zusätzliche Datei. So. Bei den ganzen Verschlüsselungsoptionen ist es nahezu egal, welche man nimmt. Die meisten, die hier vorhanden sind, sind sicher genug für die üblichen Zwecke. Wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, XTS mit einzusetzen, dann sollte man das mit tun. Ansonsten sollte man aber auch einfach gucken, was von der Performance her auf dem eigenen Rechner mit am besten läuft. So, und dann
sagt man ihm hier Dateisystem, ext4, der viewrandom sagt create. Und dann hat man einen entsprechenden USB-Stick, der jetzt verschlüsselt ist, sobald er hier fertig ist. Und der andere USB-Stick, den ich hier vorhin gerade hatte, da ist nämlich genau das schon erledigt worden. Und dementsprechend, da auf dem anderen USB-Stick halt auch ein Lux ist, das ist in den normalen Distributionen inzwischen halt standardmäßig so halb mit drin. Das heißt also, man kann selbst ein Live-System inzwischen dort hochbooten, so einen verschlüsselten USB-Stick anstecken und das Live-System wird einem auch einfach direkt nach dem Passwort fragen. Hatte ich auch schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. Das ist auch, wenn man ein verschlüsseltes Boot-System hat und man es reparieren muss, geht halt auch mit dem Live-System, weil so eine Lux-Platte wird da halt auch einfach erkannt und dann fragt das System halt nach den Parametern. Weitere Fragen? Was auch immer schwierig ist, man will teilweise ja auch mal ein neues Passwort einfügen. Wer weiß aus dem Kopf, wie das mit Lux geht? Einmal Handzeichen. Gut, dass ich die Frage nicht andersrum gestellt habe. Das wäre anstrengend geworden für alle. So. Lux. Und dann fragt er hier, so, jetzt sagt er mir an, ich habe ein zweites Passwort hinzugefügt, 32 Slots hätte ich. Ich kann mich jetzt also mit sowohl dem ersten langen Passwort als auch mit dem kurzen zum Beispiel jetzt auf diesem Stick anmelden, um die Daten zu holen. So. Und das kann ich auch zeigen. Das erste Passwort war ja das lange. Jetzt bietet er mir hier den Dialog an. Ich sage hier Test. Und dann sollte jetzt ein Volume auftauchen, wo entsprechend Lost and Found Ordner drauf ist, weil ist ja ein ext4 Laufwerk. Funktioniert also. So, und dann abmelden, einfach draufklicken, Stick abziehen. So, ansonsten wäre es das an sich für diesen Vortrag bei mir. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit mit.